Hallo Frau Fett. Hallo. Hallo Nick. Ja, Sie hatten eine Kinästhetik-Schulung in den vergangenen Wochen, wo Sie ein anderes Handling sich angeeignet haben mit Ihrem Sohn Nick. Und heute würde ich gerne mal von Ihnen wissen, wie Sie zurechtgekommen sind und wie Ihnen das geholfen hat, was Sie noch für Fragen haben. Ja, erzählen Sie doch einfach mal. Ja, also wir sind mit Kinästhetik zum ersten Mal in Berührung gekommen durch die Hüftoperation meines Sohnes im Mai. Da habe ich zum ersten Mal davon erfahren und habe mich dann erkundigt, ob ich dafür zu Hause auch mal ein paar Anhaltspunkte bekommen kann. Und da sind Sie freundlicherweise zu uns gekommen und haben mir im häuslichen Bereich für meinen Sohn speziell gezeigt, wie ich ihn besser aufsetzen kann, hochheben kann, tragen kann. Und das war für mich eine ganz tolle Erfahrung, wie man doch über Drehen und ein paar andere kleine Tricks das Gewicht des Kindes irgendwie fast ganz weglassen kann. Also wir kommen seitdem viel, viel besser klar. Ja, genau. Und das klappt auch viel, viel langsamer. Wir waren eigentlich immer ein bisschen zu schnell. Wohl. Und der Nick und ich, wir sind beide ganz glücklich damit. Das ist ja sehr schön. Ja, vielleicht können wir uns das ein oder andere mal ansehen, wie Sie das jetzt machen. Können Sie uns vielleicht so erzählen, wie haben Sie das früher gemacht und wie machen Sie das jetzt? Sie haben mir schon ein bisschen erzählt, dass Sie mehr aufs Gewicht gucken, also ja, dass das Gewicht beim Kind bleibt und nicht so über Ihre Muskulatur laufen muss. Ja. Vielleicht können wir uns einfach mal eine Aktivität angucken, aufnehmen, hinlegen oder in den Kinderwagen rein. Genau. Dass Sie so ein bisschen erzählen, worauf ist Ihre Achtung im Moment dabei? Also wenn ich jetzt zum Beispiel den Nick fertig gemacht habe, gewickelt habe, leg dich nochmal hin, Schatz. So. Dann habe ich ihn also früher zum Beispiel auch gewickelt, dass ich ihm dann die Beine hochgenommen habe, die Pampers runtergelegt habe. Heute mache ich das alles dann über Drehungen, dass ich das Kind dann zur Seite drehe, schön gemütlich. Und dann kann man nämlich genauso reinigen und die Pampers dann wieder unterlegen und zurück. Das ist für das Kind, denke ich mal, auch wesentlich angenehmer. Und ich muss nicht die Beine, die ja doch schwerer werden, hochheben. Wenn ich ihn dann zu mir hochgenommen habe und in den Kinderwagen gesetzt habe, dann habe ich normalerweise hier immer das ganze Kind hochgerissen und das ganze Gewicht getragen und umgesetzt. Und jetzt versuchen wir das genauso über die Drehung, Nick. Und dann hier ein bisschen runterziehen. Dann helfe ich dem Nick, weil er sich selber leider nicht halten kann. Und gebe hier einfach nur ein bisschen Impulse und Druck. Und der Nick hat jetzt auch schon selber gelernt, ein bisschen Gewicht mit zu übernehmen und sich hier ein bisschen zu halten, weiß, wo seine Hände hinkommen. Ja. Und dann nehme ich ihn ziemlich nah an mich und lasse ihn praktisch nur noch so auf mich drauf gleiten und kann ihn auch hier wieder absetzen auf seine Beine. Ups, jetzt haben wir nicht ganz so den Punkt erwischt. Und in den Stuhl reingleiten lassen. Und muss das eben nicht mit seinem ganzen Gewicht machen, sondern dadurch, dass er die Beine abstellt, hat er auch schon sein Gewicht mehr oder weniger übernommen. Aha, können Sie also früher von Ihrem Körper aus das Gewicht loswerden und legen, bringen das auf die Fußstützen des Kinderwagens. Genau, genau. Ja, wunderbar, prima. Dann hatten wir uns noch angeguckt, ins Auto rein und raus. So, jetzt fahren wir schön mit dem Aufzug nach unten und fahren mal zum Auto hin und gucken mal, ins Auto reinzukommen. Alle Mann rein. Das ist ja eine tolle Geschichte mit dem Aufzug hier. Hat mich ja sehr beeindruckt. Ja. Bei Ihnen. Eine tolle Angelegenheit, aber auch sehr wirkungsvoll. Muss man halt ein paar Jahre für zahlen. So, oh, das war zu doll. So. Entschuldigung, das war ich. So, dann wollen wir mal gucken, ins Auto rein. Da wollen wir jetzt mal ins Auto einsteigen. Komm du mal her. Komm du mal zur Mama. Komm mal ein bisschen vor. Jetzt ist die Brille verrutscht.
Also Sie nehmen ihn aufs Bein? Ich nehme ihn aufs Bein und normalerweise hat er seine Ernährungspumpe noch da dran und dann setze ich erst die Ernährungspumpe unten in die Kiste rein, ja, dass die ganzen Schnüre hier aus dem Weg sind und dann drehe ich ihn praktisch so in den Sitz rein. Mhm. Und dann müssen wir nur noch die Geburt hier unten rausholen. Manchmal muss man noch mal so ein bisschen nachsetzen. So. Und dann wirst du angeschnallt, oder? Angeschnallt. Das ist natürlich sehr gut, dass ihr Sitz sich drehen lässt. Da, das ne? ist Gold wert. Mhm. Dann kann man hier unten drehen und schon ist das Kind in der richtigen Position. Super. Dann kann man hier nochmal sicher ist. So, dann können wir losfahren. Ja, prima. Dankeschön. Also da haben Sie so einen Drehteller drunter, ne? Genau. Unter diesem Sitz. Einfach einen Knopf und dann kann man den in beide Richtungen drehen. Hier macht ja nur Sinn, in die Richtung zu drehen. Mhm. Aber dann muss man jetzt das ganze Gewicht des Kindes so um die Ecke heben. Das ist schon mal gut. Das macht sich bei mir im Rücken halt sehr bemerkbar und das ist also wirklich eine tolle Sache für uns. Ja, alles abschneiden. So, jetzt stelle ich meinen Fuß hier hin und nehme dich mal hier drauf. So, dann gehen wir ein Stück nach hinten. Und dann lasse ich den praktisch jetzt hier schon runtergleiten, dass er selber ein bisschen Gewicht auf die Füße nimmt. Und ja, setze ihn mir so in den Sitz rein. Und schwupp ist er da. Ja. Eigentlich gar kein Gewicht für die Mama zum Glück. Das ist ja prima. Ja. Und mit diesem drehbaren Sitz kommt Ihnen das natürlich auch schon mal ein ganz Stück entgegen, ne? Ja, aber für mich war halt dann immer noch das Problem, dass er mittlerweile ja auch schon sehr groß geworden ist, nicht nur sein Gewicht, sondern die Länge. Und er verhakt sich mit den Füßen auch schon unten an der Kiste oder hier irgendwo. Die Ernährungspumpe, wenn die dran ist, ist dann auch nochmal mit Kabeln, wo man wo hängen bleiben kann. Das ist dann schon sehr schwierig und dann ist es schon, wenn man wenig Gewicht umzusetzen hat. Mhm. Von daher ist das schon sehr, sehr effektiv, wie wir das jetzt hier machen, über das eine Bein. Das ist eine ganz tolle Möglichkeit. Wunderbar. Und dem Nick scheint es auch zu gefallen. Ja, dir gefällt das auch, oder? Ist nicht so hektisch, als wenn die Mama dich immer da rausruft, oder?